Hallihallo, wir grüßen euch zu einem neuen Video. Wir sind immer noch on Tour, haben kurz bei Martin zu Hause Pause gemacht, mal schnell in die Dusche gesprungen, kurz erfrischt und sind jetzt am Fluss angekommen. Für die, die jetzt nicht genau folgen können, wir waren an der großen Donau unterwegs zum Karpfenangeln. Ich verlinke euch hier oben mal das Video und sind von dort direkt weiter zum nächsten Gewässer, ja, und haben hier ein ganz malerisches kleines Flüsschen gefunden. Ich war schon mal vor ein paar Jährchen hier zum Karpfenangeln und jetzt sind wir zurückgekehrt. Hier sieht man es, der Regen hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Das Wasser ist richtig trübe. Diesmal ein ganz anderer Fluss, ein viel ruhigerer Fluss als die große Donau. Hier ist keine Schifffahrt. Ja, und wir wollen einfach probieren, ganz normales Uferangeln mit euch zu machen und den ein oder anderen Fisch abzuholen. Vorbereitet haben wir nichts. Wir haben gutes Futter dabei, was eigentlich relativ schnell funktionieren sollte, was die Fische schnell annehmen sollten. Hat ja an der Donau auch super geklappt. 2 Tage, 2 Nächte haben wir Zeit. Hoffe, ihr habt Bock. Auf geht's. Wilde Karpfen am wilden Fluss. Weiter geht die wilde Fahrt. Sag mal, kannst du nicht immer bitte kurz mit deinem Gewurschtel da aufhören? Mir wird mir doch immer was dringen. Ja, hast recht. Ich gehe auch einen hin, der Ronne. Oh. Okidoki, dann hast du jetzt die Qual der Wahl. Ich habe alles, diesmal alles dabei. Wir sind ja auch lange unterwegs. Vorratsdose, Gorillas Grape oder ein Bierpaket, da kannst du dich durchtesten, oder ein Eistee, wo du Bock drauf hast. Schau mal hier rein, ob dir was zusagt. Viel besser als die Plöre an den Tankstellen, in den Supermärkten. Kein Zucker und richtig Energiebombe. Schau mal durch. Ich möchte den Adler haben. Den Adler? Ja. Und Action. Das schaut gut aus. Easy going, brauchst gar nicht viel. Das Einzige, was wir brauchen könnten, haben wir aber nicht, sind ein paar Eiswürfel jetzt bei dem Wetter. Ballerst dir hier in den Shaker den Geschmack rein, den du jetzt in dem Moment testen willst. Du willst den Adler, bam, Wassertrübe. Du kannst dazu jetzt auch tanzen in der Sonne auf der Wiese, wenn du willst. Probier mal. Cool, super fein. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Code. Könnt ihr euch mal durchtesten. Und ich werde jetzt in Ruhe meine Vorfächer weiterbauen. Zeige euch dann, was ich gemacht habe. Dann gehen wir mal vor den Fluss, machen einen Plan. Und dann Daumen drücken. Die Hardware ist vorbereitet, die Sonne ballert jetzt noch mal richtig. So, wie machen wir den Plan? Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir relativ ufernah am anderen Ufer drüben unsere Köder platzieren, weil da geht relativ flach raus und dann fällt 2 Meter Kante ab. Also ich sage jetzt mal so 3 bis 5 Meter maximal vom anderen Ufer drüben weg. Und da hat es irgendwo zwischen 2 Meter und 2,50 Meter. Ja, das sieht doch gut aus. Ihr kennt, glaube ich, auch auf der anderen Seite drüben. Schön den Schatten unter den Bäumen. Wir haben kein Boot dabei, alles wird geworfen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Futter ins Wasser bringen. Die Boilies, das ist kein Problem. Also ich werde nur auf Boilies setzen. Ich habe euch ja vorhin erklärt, ich war schon mal hier. Martin weiß es ein bisschen besser, aber hier wimmelt es auch ganz schön von Karauschen, Brassen, Weißfischen. Und ich habe keinen Bock auf Beifänger. Die hauen sich natürlich auch mal ein 20er Boilie irgendwo rein. Aber ich werde nur auf Boilies setzen, Partikel nehmbar zum Locken der Fische. Boilies darüber pfeffern mit so einer kurzen Handschaufel ist kein Problem. Und die Partikel, da brauchen wir schon einen Stab. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich würde sagen, wir füttern jetzt mal ein bisschen. Unsere Ruten haben wir schön verteilt. Martin befischt jetzt erstmal hier den unteren Bereich, ich den oberen Bereich. Und dann schauen wir mal, wo was losgeht. Wir angeln als Team. Also es wird keiner hier als Sieger oder Verlierer rausgehen, wenn man als Team angelt. Bin ich der Meinung, wechselt man sich ab. Der erste Fisch auf den eigenen Ruten und dann ist natürlich der Kumpel dran, damit beide auch ein perfektes Angelerlebnis haben. So, wir bringen jetzt ein bisschen Futter, holen die Ruten noch runter und dann hoffentlich ist der Planet bald weg. Ja, hier vorne seht ihr auch ein bisschen jetzt. Kommt hier auch vorne einiges an Dreck runter, ne? Deswegen auch hier die Ruten ein bisschen höher gestellt, dass wir möglichst viel Schnur aus dem Wasser rauskriegen, so wie der Martin das euch eben erklärt hat. Also es läuft hier flach raus.
dann kippt es ab in die tiefere Kante zum anderen Ufer rüber. Und wir probieren jetzt einfach unsere Köder in diese Kante reinzulegen, dass die Schnur über den Kantensprung hier zum Ufer läuft. Und da können wir sehr unauffällig angeln. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Wir bereiten jetzt nochmal das Futter vor und dann werdet ihr mit den Ohren schlackern. Da kommt gut was auf euch zu. Bis gleich. So, wir setzen auf Protex-Boilies. Da habe ich ein mega Vertrauen drin. Mal hier rein, schön aktiviert mit dem Liquid. Leber-Fischmehlkugel habe ich überall gut mitfangen können. Vor allen Dingen, wenn ich keine großartige Zeit hatte, die ganze Session vorzubereiten. Und hier daneben. Einfach, effektiv und mega lockend. Wieder ein schöner Partikelmix, um die Fische schnell auf unseren Platz zu locken. So, und jetzt habe ich noch eine mega Überraschung für euch. Ich werde hier wieder ein fettes Gewinnspiel jetzt raushauen. Ist spannend für alle Seiten, für euch, aber auch für uns. Ich verlose 3x 5 Kilo Protex mit meinem momentanen absoluten Lieblings-Pop-Up. Den Neon Pineapples hier von Bait Lounge. Alles, was ihr machen müsst, erstmal uns fett die Daumen drücken, dass was geht. Ihr schätzt jetzt in den Videokommentaren unten, wie viele Fische in den nächsten 2 Tagen und 2 Nächten hier am kleinen wilden Fluss uns an den Haken gehen, die wir landen können. Also es zählen nur Fische, die gelandet sind, die in der Matte landen, die ihr auf der Videokamera seht. Wir wissen selber nicht, was passiert. Unter allen richtigen Antworten in den Videokommentaren haue ich 3x 5 Kilo Protex und die dazugehörigen Pineapple Poppies raus. Schätzt mit, wir wissen auch nicht, was passiert. Ich frage mal Martin, der sitzt gerade hinter der Kamera. Zählen auch andere Fische, also Weißfische oder nur Karpfen? Nein, ich würde sagen, dass nur Karpfen zählen. Also es zählen nur gefangene Karpfen. Ballert unten rein, was er denkt. Scrollt das Video so schnell durch, wie ihr könnt. Es werden unter allen richtigen Kommentaren von der Fischanzahl her 3x so ein Köderpaket verlost. Wird euch dann direkt von Bait Lounge nach Hause geschickt. Ich wünsche euch viel Erfolg und drückt uns die Daumen, dass es hier ordentlich rappelt. Abfahrt! Ich habe jetzt hier im oberen Bereich circa gefühlt 1 Kilo Protex-Boilies, 20 mm Durchmesser, drüben gefüttert und ein paar Kellen Mais. Weniger ist vielleicht erstmal mehr, vermute ich so. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Martin ballert unten jetzt noch mit Futter rein und dann haben wir ja eine schöne Strecke hier drüben an diesem Ufer. Wenn sie irgendwo anfangen zu ziehen, die Karpfen da langlaufen, wird es irgendwo kreischen. Irgendwo wird einer angehen, wenn der Plan aufgeht. Spannung ist da. Wir sind soweit einsatzbereit. Ich habe meine Montagen nochmal in die gesoakten Protex-Boilies gelegt, damit die in der Sonne nicht so stark austrocknen. Ich werde eine Rute angeln mit einem Einzelköder, ganz normaler Bodenboilie. Und auf der zweiten habe ich einen Schneemann drauf. Der gelbe Pineapple wird jetzt ein bisschen braun geworden sein. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und ihr ratet fleißig mit, denn es gibt einen fetten Preis. Zur Montage selbst. Ich habe leider keine Gripperbleie in leichten Gewichten dabei gehabt. Ich habe jetzt hier
ein leichtes, eigentlich ein Weitwurfblei montiert. Die Bleie haben beide zwischen 90 und 100 Gramm. Aber ihr seht ja selbst, wir haben ja relativ wenig Strömung. Da vorne ging schon eben der erste Fisch auf. Sollte liegen bleiben. So, und jetzt heißt es natürlich, passgenau werfen. Direkt hier in die andere Uferkante. Wenn ich zu weit werfe, wird er drüben im Maisfeld einschlagen. Aber dann habe ich natürlich gute Chancen, heute Nacht ein Wildschwein zu haken. Aber wir wollen Karpfen fangen. Der war gut. Liegt. Ich schiebe meinen Blei vom Swinger relativ weit zurück. Ich habe keine großen Entfernungen, ich habe auch kein schweres Blei drauf. So, erste Rute liegt. Jetzt kommt der Single Hookbait zum Einsatz. Einfach nur ein ganz normaler Bodenköder. Protex regelt, sagen sie immer. Oh, der war gut. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, ich glaube, ihr wisst, was Programm ist, oder? Die Glückssocken sind angezogen, der Zug pfeift im Hintergrund. Und wir hoffen jetzt auf einen schönen Karpfengrill hier am kleinen wilden Fluss. Bisher ist alles noch ruhig. Wir haben fast 21 Uhr, Totentanz, aber abwarten. Wenn der Bissanzeiger schreit, seid ihr auf jeden Fall dabei. Wir sind fit und motiviert. Ich kehre mir auf wie zu unserem guten Kescherblatt. Guten Morgen alle zusammen. Ich bin richtig schön verschlafen. Alter Vater. 2 Uhr mitten in der Nacht. Erste Schlafphase schon erfolgreich beendet. Das ist bei Martin hier. Erste Fische losgeballert. Was für ein Kescher? Ja.
Jawohl. Jawohl. Was ein Stier machen. Was ein Stier machen. Was ein Monster hier aus dem kleinen wilden Fluss. Petri Heil. Petri Dank. So, das ist mein Fisch. Definitiv. Was ein Spiegel. Wahnsinn. 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 Was ein Büffel. Alter Falter. Ja, du hast es gesagt, Protex regelt. Wahnsinnsfisch, hier für den kleinen Fluss. Boah, was eine Spieglerbombe. Petri Heilomat. Petri Dank. Wir füttern jetzt direkt nach dem starken Spiegler nach, das ist ganz wichtig, denn so ein Fisch, der räumt richtig Futter da draußen ab. Aus den Federn. Bist du noch müde? Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es war wirklich eine frische Nacht. Überall liegt Reif auf der Wiese. Und ich bin gerade unterwegs am Flussufer hier mit meinen Glückssocken auf der Suche nach Fischaktivität. Heute in der zweiten Nachthälfte kam ein richtig starker Spiegler, also wirklich ein brutaler Fisch. Wahnsinn. Wenn man sich das überlegt, ja, so ein kleines Gewässer beherbergt solche starken Fische. Aber dann war wieder kompletter Totentanz. Wir haben nachts noch ein bisschen wieder nachgefüttert. Wenn die Fische dann am Platz sind, muss man die natürlich auch versuchen zu halten. Ein paar Boilies und ein paar Partikel. Aber jetzt bis ins Morgengrauen rein ist nichts mehr passiert. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen auf den Weg gemacht am Fluss entlang, ob ich irgendwo Karpfen springen sehe, also Fischaktivität erkennen kann. Bin mal gespannt, ob wir tagsüber jetzt hier eine Chance kriegen. Ja, ein langer, heißer Tag ist zu Ende gegangen. Ein langweiliger Tag für uns, denn es ist absolut nichts passiert. Wir haben die Routen nochmal nachgelegt, aber tagsüber jetzt hier nichts, außer, seht ihr jetzt doch, die Bauern haben jetzt angefangen, hier den Mais langsam wegzumachen und jetzt kommen hier halt größere Pflanzenreste hier runtergetrieben. Ob sie ins Wasser gefallen sind, jemand reingeschmissen hat, keine Ahnung. Und ich habe jetzt noch einen Harakiri-Plan vor. Ich werde jetzt Glückssocken sind immer noch an. In die Gummistiefel wechseln müssen. Denn vorhin bei der Flussbegehung haben wir hier weiter oben im Dickicht einen überhängenden Baum gefunden und wie wir da vorbeigelaufen sind, ist ein großer Fisch da abgehauen. Wir werden jetzt eine Rute hier wegnehmen vom Spot und die da hochsetzen. Joker-Rute nennt man das, glaube ich, bei Karpfenanglern.
und mal was probieren. Und dafür braucht man auf jeden Fall auch ein bisschen Wallerausrüstung. Aber das zeigen wir euch gleich. Ich richte mir jetzt noch einen kleinen Eimer, ein paar Partikel, ein paar Boilies rein. Und dann gucken wir mal, damit es für euch auch nicht so langweilig wird, das Radespiel. Es gibt ja schließlich fett was zu gewinnen. Bis jetzt ist ein Fisch auf der Habenseite und eine Nacht haben wir noch. Morgen früh wird abgerechnet. Also ballert weiterhin fett in die Kommentare rein, was da noch passieren könnte. Wir arbeiten hier dran, dass es nicht zu langweilig wird. Wir bereiten uns jetzt gerade einen kleinen Eimer vor, den wir mitnehmen können. Ein paar Partikel rein. Eine ganz kleine Falle wird das. Von den gesoakten Protex drauf. Das reicht schon. Und Abmarsch. So, und jetzt geht's in den Dschungel. Ich zeige euch mal, was wir dabei haben. Der Martin ist gerade der Kameramann, der trägt sie. Wisst ihr, was das ist? Schnurumlenker, denn ohne die wären wir jetzt aufgeschmissen. Aber wir probieren es. Irgendwas müssen wir machen. Nur was mir ein bisschen Angst macht, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ich zeig's euch. Schaut mal hier rüber auf den Fluss. Was da für ein Dreck jetzt runterkommt. Richtig viel Dreck auf dem Wasser. Naja, so, und jetzt zeigen wir euch mal, wo wir reingehen. Da bin ich jetzt durch. Und bitte macht uns nicht irgendwelche Ansagen jetzt. Von wegen irgendwelche Ufervegetation, Blattreden fürs Angeln. Das steht morgen alles wieder. Wir laufen jetzt einmal durch. Es sind nur Brennnessel. So, und hier vorne kommt der Baum, wo wir hinwollen. Jeden Moment. Was machst denn du? Martin ist abgestürzt. Komm hoch jetzt. Mensch, weiter geht's. Als Kind hast du immer Bear Grylls geguckt. Und jetzt? So, und hier vorne ist der Baum. Seht ihr den? Da haben wir vorhin hier unter den zweiten einen starken Fisch aufgehen sehen. Das müssen wir jetzt einfach probieren. Hier unter diesem Baum werden wir eine Rute ablegen und dann müssen wir halt diesen Schnurweg hier. Vorher hast du das Haublät gerät. Ja, weil hier, aber schaut mal, ich bin hier in so ein Biberloch reingefallen. Boah, was eine Höhle. Da seht ihr mal, was wir alles für euch machen, dass ihr möglichst viele Fische seht und Boilies gewinnen könnt. Na, Martin, hättest du das gesehen, das Loch? Guck mal. Na, ich bin ja froh, dass du vorgekommen bist. Boah. Alter. Aber es ist ein richtiges Loch, ne? Das Vieh kommt hier lang und macht da einen Fluss. Das hat mich aber schon massiv amüsiert. Ja, da freut er sich immer. Aber ich bin auch schadenfroh. Kommt noch, wartet mal ab. Eine Nacht haben wir noch, da wird schon noch genug passieren. Also, hier soll die Rute sitzen. Hier ist das Biberloch. Da müssen wir aufpassen, dass wir heute Nacht nicht reinstürzen. Und die Schnur wird dann hier über dieses Brennnesselfeld nach vorne geleitet. Dort, wo der Baum ist, kommt dann die Wiese ins Spiel. Und dort können wir safe eine Rute abstellen. Dann würde ich sagen, mach mal dort einen Umlenker rein, bitte. Irgendwie möglichst lang ausfahren, der unsere Schnur sicher über dieses Geäst hier lenkt. Die Umlenker kriegt ihr übrigens bei mir im Plakettprogramm und sind auch fürs Wallerangeln gut. Geht einfach nur darum, dass die Schnur, Karpfenrute können wir ja nicht so spannen wie eine Welsrute, irgendwie über dieses Gestrüpp gelenkt wird. Martin hat einen schräg zur Wasserkante gestellt und wenn die Schnur drin ist, zeig's mal kurz,
und zuschauen, machen wir ein Haargummi drüber, dass die Schnur auf jeden Fall nicht rausfallen kann. Genau. Dann setzen wir da oben an den Bäumchen noch einen Umlenker. Ja, und wenn dann der Biss kommt, müssen wir heute Nacht trotzdem hier durch, weil wir die Schnur rausnehmen müssen. Aber wir probieren es aus. So, ich gehe jetzt mal füttern und Rute absetzen. Wieder so ein Gang, dass das nächste Biberloch kommt. Montage kurz zur Erklärung. Einen einzelnen Protex-Boilie drauf am Haar. Und hier habe ich mir ein bisschen Mais, ein paar Nüsse mitgenommen, ein paar Boilies für außenrum. So. Das kommt alles drauf. Wenn der richtige kommt, dann wird das schnell wegputzen. Sehr guter Stuff, den wir hier einsetzen. So. Würde ich gerne mal so einen Karpfenangler sehen, der in so einem Paypool sitzt, wo das Dixie hinten dran steht, der Bootssteg und oben der Kiosk ist, wo man eine Bratwurst kriegt. Aber das hier, das ist the real way. Der wilde Weg des Karpfenangelns, wo es Fische gibt, die keine Namen haben. Jetzt guck ich mal. Ich pendel jetzt erstmal rein. Es kann sein, dass ich ein paar Mal werfe. Ich schleife jetzt auch mal meine Montage hier über den Grund, um zu sehen, ob das schlammig ist oder fest ist. Liegen wird sie dort auf jeden Fall. Da habe ich irgendwie schon einen Hänger. Da wird auch Holz drin liegen in dem Baum. So, okay, das probieren wir aus. Zack. Hup, liegt. Da lasse ich es liegen. Ein Biberloch, bevor alle wieder sich kaputt lachen. So. Nehmt ihr eure Schnur, legt sie hier rein, hier drüber. Wir müssen auf jeden Fall dran denken, wenn es fiebt, dass wir einen Kescher mitnehmen. Ich sehe das schön, was wir gemacht haben. Einfach, aber effektiv. So, jetzt geht's zurück. Vielleicht hier. Helft hier, Umlenker ab hier, habe ich mir gemacht. So, dann können wir vorne. Ah, das ist der perfekte Weg hier. Schön hochstellen. Spannen wir nur ganz leicht an. 140 Gramm Blei haben wir drauf. Also weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Wenn wir heute Nacht dann Biss bekommen. Das wird nochmal spannend für alle Beteiligten. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Ich bin ja jetzt dran. Alter, die Mücken. Ich bin ja jetzt dran, dass ich von auf der Wiese einen Fisch abholen kann. Und du darfst hier hinterrennen. Weil dann kommt Karma ins Spiel und ich lache. Wer ist denn Karma? Den wirst du noch kennenlernen, mein Freund. Die hat natürlich alles richtig gemacht. Die hat hier vorne gewartet, der Jagdhund. Die gibt sich das Chaos, ne? So, baller mal die Rutenhalter rein. Ich halte die Spannung, die Luftschnur. Funkbox geht zwar sauweit, aber braucht man nicht so weit
Renn, hier ist noch ein Biberloch, aufpassen. Station, dass wir da hergehen. Ja, machen hier rein. Machst du hier rein. Ja, der Boden ist hart durch die Sonne. Ja. Die Fischmo liegt schon frei. Die Brennnesseln hier. Bam. Bei so einer Fischerei ist natürlich wichtig, dass ihr eine geflochtene Schnur als Hauptschnur benutzt, aber das habe ich ja meinen Rollen meistens immer drauf. Von einer Monoschlagschnur. So, durchgespannt ist alles. Zack, bam, und mach mal ganz sensibel. Damit beim ersten Hyper gleich immer gleich wissen, was Sache ist. So. So, die Falle sitzt. Jetzt bereiten wir vorne noch alles vor. Komm, wir kriegen noch einen dicken. Wir haben ja schon einen dicken. Am Fluss. Wahnsinn. Ich muss aus den Stiefeln wieder raus. Meine Glückssocken brauchen Luft, dass ich nicht so Käsefüße krieg wie du. Der lacht da. Schreibt ihr doch mal in die Videokommentare oder besser gesagt, drückt die Daumen, dass der Martinho an diese Rute da hinten heute Nacht rennen darf. Weil dann kommt Karma, weiß nicht, wer das ist, ist der Nachbar von der Elfriede, ins Spiel. Und ihr werdet das Video eures Lebens präsentiert bekommen. Weil ich werde richtig Stress machen, der muss richtig rennen, ohne Kopflampe. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Wir arbeiten als Team, wir angeln als Team. Und probieren noch einen fetten Fisch zu fangen. Für euch bleibt es spannend. So, die Ruten sitzen. Ich baller mir jetzt noch eine schnelle, leckere Trinkmahlzeit rein. Fudge Brownie ist aktuell meine Lieblingssorte. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Direktlink dahin, natürlich mit Rabattcode. Und jetzt drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass da noch auch hier am kleinen wilden Fluss ein starker Fisch kommt. Und ballert weiter in die Kommentare rein, was ihr glaubt, wie wir die Session hier abschließen. Die Glücksfee wird entscheiden und ihr bekommt fette Boilies nach Hause geschickt. Unglaublich, die ungelenkte Rute. Was sagst du denn? Oh nee, wie wir es vorher gewusst hätten. Oh. Jetzt haben wir es geschafft. Komm, mein Freund, Kescher mitnehmen. Oh. Ich bin echt froh, dass ich da nicht viele laufen muss jetzt. Du musst mitlaufen, der Kameramann. So, hier ist unser Umlenker. Jetzt raus. Achtung, hier vorne kommt gleich das Biberloch. Kannst du dir helfen? Nein, ich komm schon klar. Maisfeld wirklich alter Falter. Der Lieblingsfisch aller Karpfenangler. Ui. Ich habe den Händchen Umlenker hochgedreht.
Geht wie heil. Wenn jetzt zum Ballangeln hier wären, würde ich mich zu Tode freuen. Eine Megaprasse. Bist du der Brassenfried? Ja. Hat unseren Protex-Boilie zum Fressen gern gehabt. Oh nee. Aber ein super Beifang. Nur schlechte Nachrichten für euch. Der Fisch zählt nicht im Gewinnspiel. Haben wir gesagt, oder? Mhm. Zählen nur Karpfen. Karpfen zählen. Weiter geht's. Das Gute ist an den Protex Hookbaits. Setz dich nochmal ein. Rückweg. Ja, die denken halt alle immer bei den Videos, die Fische springen uns einfach so ins Boot. Aber was da hinten dran steht, vor allen Dingen ihr gewinnt ja Boilies, nicht wir. Die wollen noch einen dicken Fisch fangen. Also komm. So. Nasenbrett geht zurück durch den Boot. Gesudelt. Was man sagen muss, unser Plan geht auf. Mit dem Umlenken, in der ganzen Aktion, kommt auf jeden Fall Fisch. Bis gleich. So, die zweite Chance jetzt. Hinten im Wald, in der Biberfalle. Definitiv kein Weißfisch. Aber der mich jetzt aus dem Schlafsack geballert. Jetzt geht dann die Flussmitte raus. Alter Falter, Mats. Hui. Alter Falter, was ein Schuppenbrett. Schaut euch mal hier die Schwanzflosse an. Was ein Bollermann hier aus dem kleinen Fluss. Naja,
Karpfen stehen halt auf die angenagten Boilies der Brassen. War der gleiche Köder. Wahnsinn. Was ein Bollermann. Mega. Unglaublich. Genau das ist Angeln. Was Verrücktes probiert. Jokerrute. Fast in den Biberbau gefallen. Und nochmal mit so einem schönen Schuppi belohnt worden. Alter Falter, das war jetzt noch mal eine Aktion. Wir haben 4 Uhr, in 3 Stunden wird es wieder hell. Und plötzlich knattert zum zweiten Mal die Rute hinten am Biberbau ab. Und diesmal kein Weißfisch, sondern richtig starker Schuppi hier für diesen kleinen Fluss. Ich bin mega happy. Ja, und das zeigt einfach immer nur wieder, dranbleiben, ja. Was Neues probieren, wenn es mal nicht so läuft, was Verrücktes probieren. Und Einsatz bringen, da wird man dann oft für belohnt. Erst die Brasse dahinter gestürmt, den gleichen Köder wie bei der Brasse nochmal verwendet, wieder auf den Spot geschmissen, kein Futter mehr bei der zweiten Aktion, weil wir da hinten keins mehr hatten. Ja, und jetzt im Morgengrauen, kurz vor Schluss unserer Session am kleinen wilden Fluss, steigt dieser starke Schuppi ein. Das ist Angeln. So. Bleibt auf jeden Fall spannend. Schauen wir mal. Bis zum Biss. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich habe das ganze Material, habe das ganze Zeug von unserer Jokerrute jetzt vom Biberloch zurückgeholt. Hier ist schon alles geräumt. Das war's. 2 Tage, 2 Nächte Karpfen am kleinen wilden Fluss sind vorbei. Für uns geht es jetzt weiter, deswegen sind wir schon früh auf den Beinen. Und ich bin wirklich happy, dass unser Versuch dahin ganz im Flachen unter diesen überhängenden Ästen uns noch einen Fisch gebracht hat. Somit konnte jeder einen Fisch fangen. Martin hatte einen mega tollen Spiegler. Ich bin mega happy über diesen starken Flussschuppi, ein richtiger alter Krieger. Ja, und für euch war es natürlich dadurch auch ein bisschen spannender, wie viele Fische nun gefangen worden sind. 3 Fische kamen, eine große Brasse und 2 Karpfen. Die 2 Karpfen zählen. Ich drücke euch die Daumen. Wer die richtige Antwort unten in der Videobeschreibung hinterlassen hat, fällt in den Lostopf und hat große Chancen, das Bait Lounge Köderpaket zu gewinnen. 3 Gewinner werden ausgelost. Ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.